Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier auf diesem YouTube-Kanal mit einer neuen Challenge, beziehungsweise mit einer Challenge, die es schon häufiger gab, aber trotzdem ist es heute wieder meine Challenge und zwar die Sims 4 Toddler to Adult Challenge. Ich freue mich sehr, nachdem wir beim letzten Mal CC shoppen waren und schon ein bisschen was jetzt für Kleinkinder haben und auch noch ein paar geile Sachen für die Erwachsenen. Können wir endlich richtig krass loslegen. Und heute, ich hab's im Blut, heute wird's schön. Heute wird's schön, heute kann es nur schön werden. Ich habe schöne Sachen. Ich weiß nicht, wie man Sims schön macht. Also wenn es heute nicht geil wird, dann weiß ich leider auch nicht. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Schreibt gerne schon mal einen Kommentar für den Algorithmus. Und lasst dem Video gerne eine positive Wertung da. Und ich würde sagen, let's go. So, Friends, da sind wir auch schon bei der guten Shaniqua, I don't know. Sie hat auf jeden Fall schon mal eine neue Frisur, das ist schön. Aber wie heißt sie? Christa? Nee, Tamika? Lucielle? Was sind das für Namen? Ganz wilde Namen. Noelle, Wanda. Oh komm, du bist eine Wanda. Eine Wanda Minden. Schöner Name. Wanda, ich freue mich ganz, ganz doll. Aber die Brille müssen wir erstmal wegmachen und Wimpern müssen wir erstmal draufklatschen. Weil irgendwie musste ja hier leben, ne? Also irgendwie musste ja auch ein bisschen zum Leben erscheinen. Und so ein paar blaue Augen finde ich schon mal ganz cute. Die Frage, die ich mir stelle, wir haben ja hier jetzt, ne, ein paar neue Frisuren, habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Bei welcher Haarfarbe bleiben wir? Weil ich mag die Haarfarbe, die sie gerade hat, eigentlich schon. Zumindest hier bei den, hier, das sieht jetzt braun aus zum Beispiel. Aber jetzt hier so bei den Frisuren finde ich es schon eigentlich echt, sieht aus wie so Elsa oder so. Finde ich es eigentlich schon echt cute. Und irgendwie finde ich die Frisuren auch mega süß. Oh, die ist auch süß. Oh Gott, Leute, was nehme ich denn jetzt? Was nehme ich denn jetzt? Die ist auch mega. Die ist voll süß. Die ist voll süß. Wo ist der Unterschied eigentlich zu der und der? Ah, die ist ein bisschen, die sitzt ein bisschen weiter unten. Ja, die ist auch cute. Oh, die ist auch cute, aber die hatten wir schon. Die haben wir auch noch, aber die finde ich mit der Farbe, glaube ich, nicht so schön. Die ist auch eine mega Frisur. Sieht richtig gut aus. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich gebe ihr aber die. Das ist eine süße Wanda. Du bist eine Wanda und Wanda, das ist deine Frisur, okay. Sie sieht halt aus wie ein süßes Kleinkind. Und wie häufig hatten wir das schon, wo wir sagen, Mashallah, einfach die Hübsche und dann hast du groß gemacht und dann dachtest du dir so, wer ist das? Ich kenne diese Person nicht, ich möchte diese Person nicht kennen. What the fuck? Aber heute geben wir unser Bestes, denn heute kann es nur gut werden. Wir machen ein bisschen mehr Lippe, weil die haben ja nie so häufig Lippen. Wir müssen die gut dünn machen, weil immer wenn man die Sims älter macht, dann haben die so eine komische Figur und dann stehen die so komisch da. Und dann denke ich mir so, okay, lass das mal bitte. Steh mal bitte da wie ein normaler Sim. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt hier ändern sollen. Die Augen mag ich. Mag ich die Augenbrauen? Ich so hier. Du kriegst die Augenbrauen. Oh, das ist auch geil, ne? Oh, sie sehen richtig böse aus damit. Ich lieb's. Ich lieb den Badass-Vibe. Wow. Leute, voll geil. Ich finde das voll krass. Die sind ein bisschen fett. Die sind ein bisschen fett, aber sonst, finde ich, sehen die geil an ihr aus. Aber was ist das hier hinten, dieser, der so, I'm lost. Ich weiß nicht, warum chillten der da hinten. Finde ich nicht so schön. Sieht aus wie mit einem Edding rübergestrichen. Vielleicht bleiben wir bei normalen Augenbrauen. Ist ja auch nicht gerade, also, naja, es geht, oder? Aber sie ist schon süß, oder? Muss ich jetzt noch krass, also soll ich noch krass was verändern, die Nase oder so, weil die sieht doch gut aus. Ich finde, das sieht gut aus. Ich finde, die sieht als Kleinkind, würde ich sagen, okay, du siehst süß aus. Ich glaube, du wirst ein schönes, erwachsenes Kind. Oder so ähnlich. Ich glaube, ich style sie jetzt. Ich glaube, jetzt ist es schon so weit, dass ich sie stylen möchte. Und natürlich kriegt sie nur den hottesten Shit, den es gibt, den wir heruntergeladen haben. Und zwar das hier. Das sieht nämlich, das ist rückenfrei und passt. Oh, die Flamingos, mega. Oh, wie süß. Wie süß, Leute. Warum sind da so viele Flamingos? Streifen, boring. Streifen, boring. Haie? Auch süß. Hawaii? Hawaii is calling. Streifen, Punkte, Regenbogen? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich das mit den Flamingos, glaube ich. Wo ist das? Wo ist das mit den Flamingos? Wo sind meine Flamingos? Wo sind meine Flamingos? Wo? Nicht die. Nicht die. Die, oh, die möchte ich. Die möchte ich, aber ich möchte nicht die Hose dazu, weil die sieht komisch aus. Wir haben zwar nicht so viel Auswahl, also wir haben schon, aber ich bin gerade bei benutzerdefinierten Hosen. Sieht ein bisschen auch aus wie ein Schlafanzug mit der Hose, ne? Oder warte mal, haben wir nicht auch voll süße? Wir haben doch auch voll süße
Kombination. Oh, der Wahnsinn. Mega, du siehst aus wie ein Star. Die sieht aus wie eine Queen, Leute. Ihr könnt mir nicht sagen, dass die nicht aussieht wie eine Queen. Sie ist ein bisschen aus wie eine Oma. Sie sieht aus wie ein Sträfling, aber sonst sie auch. Sie direkt so als Kind, so sie so. I'm ready. Aber sieht geil aus. Sieht wirklich cool aus. Entweder gebe ich ihr das oder ich gebe ihr unten ihr dieses Herbst-Outfit, weil das gefällt mir auch ganz gut. Das nicht, aber das, warte mal, das gibt es auch noch in so, boah, guck mal, wie cool. Das gibt es in mega schönen Farben. Das gefällt mir. Das sind richtig, richtig schöne Herbstfarben, die wir hier runtergeladen haben, Freunde. Wow. Amazing. Ist sie cute so? Das ist ein cutes Outfit, oder? Und dann noch hier so ein paar Nikes dazu. Mega. Richtiges Rich Kid. Hä, sie sieht mega gut aus. Bitte, bitte, Sims, mach doch, dass sie auch dann immer noch gut aussieht. Sie hat noch ein bisschen Blush bekommen. Ich weiß nicht, warum ich das habe, aber ich habe auch noch ein bisschen Blush für Kinder. Was ist das? Auch Blush. Oh, okay, guck mal. Also wir können ruhig die schon ein bisschen, so ein bisschen zum Clown schminken. Nee, so ganz leicht. Guck mal, so ganz leicht. Das sieht man kaum. So errötete Wangen. Sieht aus wie errötete Wangen. Finde ich süß. Finde ich, kann sie tragen. Das nicht. Und sonst gibt's nichts weiter, ne? Und dann würde ich mal sagen, Wanda, was ist denn dein Merkmal? Oh, Wanda direkt so unabhängig, so Wanda so. I'm a bitch, I'm a boss. Na, Wanda, dann bin ich mal gespannt gleich auf deine Verwandlung. Ich weiß es nicht, ich hoffe, es wird eine gute Verwandlung. So, Wanda, bist du ready? 3, 2, 1, ich halte mir lieber mal die Augen zu. 3, 2, 1 und klick. Leute, sagt mir, sieht's gut aus. Wer ist das? Wer ist das? Was sind das für Augenbrauen? Wo sitzen die? Sitzen die hier oben? Warum? Warum? Was ist... Was passiert? Ich hab... Mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier ihre Figur gar nicht angepasst, aber sie war eh im unteren Drittel. Und sie sieht hier... Also figurtechnisch sehr schmal. Ist okay, kann ich mit leben, aber was sind das für Augenbrauen? Ich kann die ja nicht verschieben. Ich kann neue ihr geben. Das ist, glaube ich, erlaubt. Also ich könnte ihr sagen, hey, die... Aber die sitzen trotzdem da oben, ne? Kann ja nicht nehmen und runter, das geht ja nicht. Das geht ja leider nicht. Okay, aber wir können ja schon mal Wimpern geben, ne? Wir können das weg, also das ist auf jeden Fall weg, weg, weg. Einen Skin vielleicht, einen ganz leichten. Einen leichten? Ich sehe gar nichts, ich sehe keinen Unterschied. Aber okay, so ein paar Wimpern noch für die süße Maus. Die Augen sind ein bisschen, also sie hat sehr viel Space hier oben, aber da können wir vielleicht cool mit Make-up was machen. Wanda, vielleicht habe ich ein bisschen zu früh geurteilt, denn jetzt hast du Wimpern drauf und jetzt bist du für mich eigentlich... Wow, sie sieht aus wie ein mega cooler Teenie, der so eine wilde Zeit gerade hat. Die hat einfach gerade eine wilde Zeit. Oh Gott, wie geil. Mega. Also wirklich, die Clumsy-Frisuren, die sind so ein bisschen wild. Und das finde ich nice. Das finde ich nice, das finde ich cool. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Weil eigentlich, so wie sie gerade aussieht, würde ich sie nicht nackt anziehen. Aber so wie ich mich kenne, sage ich in 5 Minuten, okay, wir ziehen sie nackt an. Mir egal. Aber... Oh, die Frisur oben war gerade cool, ne, mit diesem Flodder-Ding da. Das war mega, das hat mir schon gut gefallen, weil das ist so eine, weiß nicht, so eine Hausfrau-Frisur. Und sonst, die sind auch alle cute und das sieht wirklich schön aus, beides. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht der Vibe. Vielleicht ist das nicht der Vibe, den ich gerade spüre. Ich glaube wirklich nicht, dass ich was anderes will, außer die, die wir da gerade hatten. Was ist das? Das ist ja so... No, das wollte ich nicht. Aber das sieht alles so wild aus an ihr. Nee, nee, Leute, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir gehen mal hoch zur Clumsy. Clumsy, wo bist denn du? Clumsy, meine Maus. Hier ist er. Das war eine Frisur, Leute. Da müssen wir sie aber auch ein bisschen wild anziehen. Ne? Also da können wir sie jetzt eigentlich nicht so freizügig anziehen, wie ich es gerne hätte. Was ist das nochmal hier? Nee, die sieht ein bisschen noch wilder, aber die sieht irgendwie geil aus. Ich hätte die gern mit einer Brille, aber irgendwie funktioniert das ja mit den Lashes nicht. Und da hieß es ja damals, du musst als das und das runterladen, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Also entweder bin ich einfach nur dumm oder dumm. Man weiß es nicht. Aber geile Frisur. Und das verdeckt auch so ein bisschen, dass die Augenbrauen so super weit oben sitzen. Finde ich voll cool. Finde ich mega cool. Und ich weiß nicht, was wir jetzt hier als Outfit ihr geben. Ich würde ihr, glaube ich, gerne... Hier, guck mal, wir haben doch hier Nikes. Oh, yes. So ein paar Air Force. Sind das Air Force? I don't know. Aber das wäre geil. Ich glaube, das passt zu ihr. Oh, guck mal, hier so richtig so. Wow, mega. Oh, das passt mega gut. Können wir sie so ein bisschen edgy anziehen? Habe ich dafür Klamotten oder habe ich nur nackte Klamotten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wenn, dann gucke ich mir das hier so an und denke mir so, okay, freizügig, freizügig, freizügig,
freizügig. Vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, dieses, also, wartet mal, das haben wir doch auch neu. Das würde auch voll zu ihrem Look passen. Oder das. Sie so. Nee, das können wir nicht machen. Das ist eher was für die Kim oder so. Ich glaube, die Kim wird sowas anziehen, aber sie nicht. Nee. Ich brauche irgendwas Cooles, so. Wo ich sage, okay, das ist der Vibe von ihr. Das ist der Vibe. Und ich glaube, bei den Sachen von Clumsy könnte ich den noch am ehesten verspüren. Auch wenn das einfach nur geil aussieht. Ich weiß noch nicht, wen wir das geben. Aber irgendwann geben wir das jemanden. Was gibt's denn hier noch für Farben? Weil ich finde die Farbe da nicht... Oh ja, das finde ich cool. Das finde ich ein bisschen... Oh ja, doch, das finde ich nice. Das ist so... Das ist ein Style, den sie, glaube ich, wirklich tragen würde, tragen sollte. Aber eher mit Streifen. So normal finde ich es langweilig. Oh, so ein Gelb finde ich auch wild, aber irgendwie geil. Seit wann? Seit wann kriege ich es direkt hin, dass meine Sims... Dass ich mich... Also... Ich würde sagen, seit wann kriege ich es hin, dass hier... ich mich direkt entscheiden kann. Ich immer so, und das oder das. Aber jetzt nicht so direkt genommen. Nicht so das nehmen. Oh, das habe ich noch gar nicht angeguckt letztens. Wilder Look. Ey, würde auch absolut, absolut zu ihrem Style passen. Also jetzt real talk, meine Freunde. Würde mega dazu passen. Aber, meine liebe Maus, das gibt's nicht für dich. Ich möchte das andere, glaube ich. Ich möchte, glaube ich, das andere Outfit, was anderes haben wir hier nämlich, glaube ich, auch nicht. Ich möchte, glaube ich, das hier. Das passt mega gut. Und entweder nehmen wir da jetzt so eine längere Hose. Die Hose ist, glaube ich, auch noch neu. Habe ich euch, glaube ich, auch nicht gezeigt. Ja, ist ganz süß, ne? Sieht super basic aus. Aber würde auch passen jetzt. Entweder nehmen wir halt wirklich so was Engeres. Oder, ja, das ist jetzt schwierig, Karos und Streifen oder so. Oder halt so ein bisschen was Weiteres. So Boyfriend-mäßig, so wie die. Oder die. Das ist aber auch wild. Aber ich mag es irgendwie. Ich glaube, so eine weite Hose würde halt mega cool aussehen, weil sie so bauchfrei ist. Und ich glaube, das... Habe ich da irgendwas im Petto? Ja, sowas. Sowas ist gut. Oder die hier unten, ne? Die ist ja auch so unten dann so weit. Aber die sitzt mir leider ein bisschen zu weit oben. Aber das ist, glaube ich, ein Style, der würde passen. Also, es sieht auch geil mit einer Skinny Jeans aus, ne? Aber mit so einer weiteren Hose, die unten so ist, so 80er-Style, sieht das halt einfach mega, mega gut aus. So, gönnt euch mal mit der weißen Hose... Übel heftig. Das ist ein Style, den meine Sims noch nie hatten. Das ist wirklich so, Leute. Noch nie, sieht auch geil damit aus, ne? Aber noch nie hatten meine Sims so viel an, oder? Kann das... Fällt es nur mir auf? Hammer. Oh mein Gott, sie sieht so cool aus. Du siehst so cool aus, Wanda. Ich möchte dich eigentlich gerne hochladen und allen, dass du von allen runtergeladen wirst, aber es geht leider nicht durch Custom Content. Und ich finde das auch so geil mit den Schuhen, Leute. Wie süß, wie klein. Ich finde das mit diesen Nike-Schuhen auch mega cool. Ich glaube, dass das viele von euch vielleicht stören wird mit den Nike-Schuhen. Ich kann es mir gerne auch nochmal mit Vans anschauen. Vans hat jetzt aber große Füße. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr eher sagt, Vans. Aber ich glaube, ich finde die Nike-Schuhe da ein bisschen cooler. Ich glaube... Freunde, jetzt noch so ein paar Ohrringe oder so ein paar Steckereien und eine Kette wäre auch noch geil. Und dann, oh ja, so ein Kleeblatt, das ist doch der Wahnsinn, Leute. Ich glaube, sowas fände ich cool. Einfach nur so ein paar kleinere, nicht so große, krass auffällige Ohrringe fände ich mega. Und beim Make-up weiß ich tatsächlich gar nicht, ob wir jetzt so viel draufklatschen würden. Ich würde dir nur so vielleicht so Dezentes geben, was man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sieht, wenn ich da was finde. Also das sieht man jetzt nicht so, finde ich. Und bei den Lippen vielleicht auch nur so einen ganz leichten Gloss drauf, so dass man das auch nicht so stark sieht. Also dass das halt wirklich nur so aussieht, als ob das da ein bisschen glänzt. Aber das finde ich cool. Sieht man schon, dass da was drauf ist, ne? Aber so ein bisschen Highlighter vielleicht noch. Das könnte so ganz leicht... Oh ja, oder? Passt das zu ihr? Warte mal. Ich weiß nicht. Ich finde, die Lippen sind too much, glaube ich. Also, ich glaube tatsächlich, das ist mir hier zu viel Schein. Es scheint mir zu viel auf ihren Lippen. Also, sie könnte vielleicht so einen matten Lippenstift tragen. Obwohl, vielleicht auch gar keinen. Gar keiner ist auch okay. Aber nehmen wir dann noch einen Highlighter drauf oder nicht? Ich weiß nicht, Leute. Sagt ihr mal bitte, helft mir mal. Was ist das denn? Helft mir mal bitte, so ein bisschen Highlighter ist doch auch geil eigentlich. Oder können wir doch... Oh, so ein Rainbow Highlighter. Queen. Ich glaube, sie kriegt keinen Highlighter. Ich habe jetzt so einen ganz leichten Blush oder was das ist gegeben.
Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Oh, sie sieht so geil aus. Sie sieht so cool aus. Ich liebe sie. So, Freunde. Sie ist fertig. Sie ist fertig. Wanda. Ich habe es doch gesagt, Leute. Von so zu so. Mega. Ich habe gesagt, heute wird's gut und es ist gut geworden. Und sie sieht gut aus. Und ich dachte am Anfang, shit, wir haben verkackt. Aber nein, Wanda. Du siehst mega geil aus. Und ich liebe die Schuhe. Egal, was ihr sagt. Man könnte die auch in komplett weiß machen. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein anderer Touch, ein anderer Vibe, den ich da spüre, auch mit dem Hemd und so, das sieht einfach geil aus. Du siehst einfach mega gut aus, Wanda. Ich liebe dich, ich bin super zufrieden. Ich hoffe, ihr seid super stolz, dass ich zum ersten Mal einen Sim nicht so krass freizügig angezogen habe. Also sie hat so ein bisschen bauchfrei an, aber sonst hat sie schon viel an, oder, für meine Sims? Freunde, das war's leider schon wieder von heute, von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, zeigt's mir gerne mit einer positiven Wertung. Schreibt gerne einen Kommentar und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder in einem neuen Video im Livestream. I don't know wo. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao, ciao.